Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 998. Ich glaube, es geht langsam mit dem Countdown in Richtung 500 vor. Die ersten zwei 500er Teile sind aufgenommen. Es wird lustig. Und ja, wir fahren wieder mit dem Mercedes-Benz. In der letzten Mal ist leider der Spielstand durch das Aufnehmen abgeflötet. Wir fahren mit dem Mercedes G weiter und ja, wir gucken mal, wie wir weiterkommen. Wir fahren Linie 15. Ich musste leider eine neue anfangen. Und ja, wie soll man das sagen? Ich mach die Karre mal an. Bremsen und reinhängen. Morphys Soundpack hat sich leider auch wieder abgeschossen. Ich habe da irgendwie ganz komische Probleme mit. Keine Ahnung. Ach ja, die Handbremse ist noch nicht ganz drin. Warte, lass mal den mal anlaufen. Währenddessen suche ich mir mal einen Fahrplan raus. Und zwar Linie 15 vom Rathausplatz. Die fängt auch in 5 Minuten an. Das ist perfekt. Dann können wir das schon mal eintippen. Linie 01500. Route 01. Das ist in Richtung Rathaus. Ich will aber in die andere Richtung. Splitterberg Hauptbahnhof. Das ist richtig. Okay. Gucken wir mal, ob jetzt genug Druckluft drin ist. Ja, das fühlt sich schon besser an. Ah, bin ich jetzt ernsthaft gegen das Schild geknallt? Arschloch. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die Karre gedreht kriegen. Weil Gelenkbus ist, glaube ich, nicht für diese Linie ausgesetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist jetzt schon die Technik ausgegangen? Toll. Keine 3 Meter gefahren. Ah, das passt alles nicht. Alter, kann man nur so sperrig sein? Ist doch gar nicht. Mein Ding ins Menü funktioniert auch nicht. Das ist jetzt natürlich schlecht. Okay, ich versuche mal gerade zu reparieren. Ja, sehr gut. Ja, jetzt kommt er vernünftig um die Kurve. Sehr gut. Alter! Bin ich irgendwie dumm oder... Habe ich irgendwie eine Nachricht verpasst? Jetzt überall unsichtbare Blende. Bitte aufpassen. Augen auf. Meine Güte, ey. Nochmal reparieren. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Meine Güte, da drin drehen mit dem Gelenkbus muss noch irgendwie gehen. Pong. Unsichtbare Wände, ey. Was? So. Ist mir jetzt auch egal. Mach die Tür hinten zu. Ich muss noch 3 Minuten warten. Das heißt... Oh, 40. Ah, oh, Money will rein. Money, I got love in my dumb. Könnt ihr bei der Heizung machen? Das ist ja... mein Fett ist nicht warm genug. Spast, ey. So, jetzt wird gefahren. Tschüsschen. Meine Güte. So, erstmal einen Verkehrshubbel überleben. Natürlich jetzt auch ganz praktisch, sich die Hilfedinger anzumachen. Okay. Oh. Halt die Fresse, Manfred! Meine Güte! Ihr sagt, ha, ist es kalt hier, aber bei mir im Zimmer sind es 11,4 Grad oder was. Sonst habt ihr sie noch alle. Pisser! Super kalt hier drüben. Meine Güte. Weh, du fährst mir rein. Ich brauch Platz. Ich bin ein Gelenkbus. Und mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen durch. Zobelweg. Ah ja. Gucken wir mal.
Hey, will keiner raus. Dann müssen wir mal eine Minute vorspulen, oder? Ich muss nämlich jetzt hier wieder gucken. Ich habe so oft das Spiel neu geladen, dass er diese rote Leiste wieder rausgeblendet hat. Aber ich kann ja auch so fahren. So, da oben sieht man auch, wie sich... Oben sieht man auch, wie sich hier die Ventilatoren drehen von der Lüftung. Cool. Okay, links rum. Oh Gott, das wird eng. Och Gottchen. Ach komm, fahrt alle. Fahrt. Guck mal, ich hätte die Tricksäcke. Ich hätte eigentlich Vorfahrt und die fahren alle trotzdem. Oh, ihr Pisser. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich die vorlasse, weißt du? Okay. Die Arschlöcher, ey. Oh, da krieg ich ja so einen Hals. Was ist denn das hier auch für eine Strecke, die ich mir hier ausgesucht habe? Muss auch die ganze Zeit versuchen, nicht zu lachen. Ich weiß gar nicht, warum. Naja. Ja, das ist wieder so ein Scheiß hier mit einem ganz normalen Gelenkbus. Weißt du, mit so einem ganz normalen Gelenkbus kommt man hier nicht durch. Und der fährt mir wieder hinten drauf, der Arsch. Meine Güte, ey. Als ob das geplant wäre. Nein, nein, nein. Ich lese auch gar nicht von einem Skript ab. Nein, Scherz. Oh, fuck. Ach, komm. Da kommt keiner. Ja, das war gut. Och Gott, LKW, was quetschst du dich denn hier durch die Region? So, wehe, hier nimmt mir jetzt einer die Vorfahrt. Bleibst du stehen? Ich warne dich. In Sattelgasse. Ich muss da rüber. Och nö. Vom Unfallort? Was für ein Unfallort? Hallo, Kind. Passt das? Ja, sehr gut. So. Hallo. 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 Hallo, hallo, hallo! Okay. Von der Vogelweideplatz. Von der Vogelweideplatz? Vorher kommt aber Altstadt Petruskirche, du Genius. Was macht ihr hier für ein Fest? Fuck! Ja! Ja, ich hab's doch verstanden, ihr Pisser, ey. Schnauze! Ach, toll. Ganz toll. Genius. Es war ja nur ein kleiner Schaden, ja, und ich war es nicht schuld. Du bist behindert. Du bist echt behindert. Boah, da fährt der los.
Weißt du, ich schlängel mich hier mit dem größten Bus in ganz Omsi durch. Und was macht der? Losfahren! Richtig schön im Weg stehen. Ich habe ihn tatsächlich nicht getroffen. Arschloch! Meine Fresse, ey. Ja, die Illusion ist geplatzt. Ich habe den Riesenbus installiert. Mann. Das ist übrigens mein Mod. Ich habe den, unten in der Beschreibung ist der verlinkt. Da könnt ihr den kostenlos und werbungsfrei runterladen. Halt die Fresse, Alter. Geh mir nicht auf die Eier. Ja, das ist der Citaro GG. Ein Riesenbus mit zwei Gelenken. Da ist auch eine Version dabei, der hat drei Gelenke. Der ist dann schon fast nicht mehr fahrbar, aber trotzdem, es ist einfach, es ist nichts Realistisches, es ist einfach nur ein Spaßbus, meine Damen und Herren. Einfach nur ein Spaßbus. Oh Gott, das wird jetzt eklig, das wird jetzt... Willst du jetzt einsteigen, oder was? Ja, jetzt denken alle, das wäre schon... You bastard! Fährt er einfach durch. Okay. Okay, sehr gut. Okay, die 15 muss fliegen so rum. Das wird jetzt auch nochmal lustig mit dem Riesenvieh. Ja, ich habe mit dem Omsi schon öfters befahren, aber wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr damit auch rumfahren. Das ist eigentlich eine ganz lustige Challenge. Leute können hinten keine Leute einsteigen oder so, sondern es fügt einfach nur ein ganz simples Gelenk hinten dran. Ich habe dafür in den Omsi-Foren sehr viel Kritik bekommen und dann meinte ich so, ja, da lade ich es halt eben nicht hoch. Und dann meinten alle dann, doch, lad's hoch, ist cool, kann man was mitmachen. Deswegen, es ist kein realistischer Mod, es soll auch gar keiner sein und deswegen... Hier ist er, der Riesenbus, meine Damen und Herren, noch einmal im Gebrauch und ich möchte ja nicht spoilern, aber er wird etwas mit der 500. Folge zu tun haben. So, ich muss mir gerade mein Headset einstecken. So, jetzt war es das gleich mit Hören. So, ich würde sagen, wir fahren die 15 zurück. Warum nicht? Sieben Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir versuchen das nochmal damit zurück. Dieses Mal möglichst ohne Unfall. Altstadt Express. Aha. Okay. Ja, diesen Bus, ich empfehle den sehr viel mit Außenansicht zu fahren, also mit dieser hochgezogenen. Weil sonst könnte es sein, dass man einfach mal gar nichts sieht. Ach, Kollege, nee, ne? Guck mal, da ist der Arme mit dem Riesenbus. Lass ihn mal mobben. Wie war das mit den verschiedenen Lachtypen? Das Schweinelachen. Meine Fresse. Oder das. Keine Luft kriegen mit anschließendem Herzinfarkt. So lachen die, meine Kollegen. Ihr Kacknoobs! Mann! Ich das hasse! Da! Guck mal, 3 cm vor rangieren. Halt's Maul! Mann! Oh. Arschloch! Was machst denn du? Bist du irgendwie sozialbehindert oder so?
Meine Fresse! Da! Da krieg ich die Kotzerei, ey. Meine Fresse, ey. Man muss sagen, dafür, dass Omsi gar nicht dafür gemacht ist, lässt die Karre sich echt noch gut fahren. Bin mal gespannt, ob in Omsi 3 sowas auch reingebastelt wird. Oder irgendwann mal in einem Omsi-Update. Dass man mal so einen Die Van Haag-Bus oder wie die heißen. Das sind ja die drei Gelenker. Das sollte auch eigentlich das Thema heute sein, aber da komme ich vielleicht in der nächsten Episode drauf zu. Das heißt, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode Let's Play Omsi 2. Das ist dann die neue, ich habe auch jetzt mal 900 gesagt. Die 599. Episode. Ja. Und bis dann.